Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über Blender. Blender ist ein kostenloses Animationsprogramm, das ihr euch zum Beispiel über chip.de runterladen könnt. In diesem Tutorial möchte ich euch etwas über die Grundlagen von Blender sagen und etwas mit euch animieren. Wenn ihr das Programm standardmäßig öffnet, habt ihr eine Lampe, hier oben, einen Quader und eine Kamera. Von anderen Programmen ist man es gewohnt, mit der linken Maustaste alles auszuwählen. In diesem Programm haben sie es jeweils aber so gemacht, dass man mit der rechten Maustaste alles auswählt und damit zum Beispiel den Quader in jegliche Richtung verschieben kann. Auf die Kamera könnt ihr dann mit der Taste 0 zugreifen und da ihr mit dieser Ansicht noch nicht sehr viel ändern könnt, muss man natürlich auch sein 3D-Umfeld bewegen können. Dazu drückt ihr die mittlere Maustaste und könnt dann euch im ganzen Raum frei bewegen. Wenn ihr jeweils hier an der Seite etwas auswählen wollt, wählt ihr aber wieder die linke Maustaste aus. Das ist zwar vom Programm ein bisschen dumm gemacht, aber ist so. Wenn ihr nun eure Figur bearbeiten wollt, drückt ihr erstmal die Taste Tab, um in den Bearbeitungsmodus hereinzukommen. Nun könnt ihr hier unten auf diesen Kreis hier klicken und dann könnt ihr einzelne Seiten mit der rechten Maustaste auswählen und dann verschieben. Dann behaltet ihr sie in der Hand und mit der linken Maustaste setzt ihr dann die Position fest. Wenn ihr hier drauf klickt, wählt ihr gleich ganze Seiten aus. Die könnt ihr dann auch verschieben und rumschieben. Mit diesem Zeichen wählt ihr ganze Seiten aus, die ihr dann auch wieder in jegliche Richtung verschieben könnt. Da wir mit diesen Einstellungsmöglichkeiten noch nicht sehr weit kommen, wollen wir jetzt mal diese Figur erstmal löschen. Dafür drücken wir erstmal die Taste A, um alles auszuwählen, und drücken dann die Taste Entfernen, um dann in dieses Löschmenü zu kommen. Dann drückt ihr auf dieses Zeichen und dann habt ihr eure Figur gelöscht. Ich möchte mit euch jetzt einen Ring kreieren und den dann nachher dann noch animieren. Zuallererst drücken wir Shift und A, um einen Kreis zu erzeugen. Nun haben wir aber nur einen Kreisbogen. Dafür drücken wir jetzt die Taste E für Extrudieren und S für Skalieren. Dadurch wählen wir jetzt die Seiten aus und haben damit jetzt schon eine kleine Fläche erzeugt, die wir mit Linksklick jetzt bestätigen können. Dadurch, dass der Ring ja nicht flach sein soll, drücken wir jetzt nochmal die Taste A, alles wegzuwählen, und die Taste wieder A, um alles auszuwählen. Dann drücken wir nochmal die Taste E, um alles zu extrudieren, und können nun hier beliebig weit unsere Figur in die Höhe ziehen. Dadurch, dass das jetzt noch nicht aussieht wie ein Ring, müssen wir hier oben an diesen Kanten noch ein paar spitze Zuläufe erstellen. Dies machen wir mit sogenannten Loop Cuts. Diese erstellen wir mit STRG R. Bei diesem müssen wir aufpassen, dass wir den nicht sofort verschieben, da wir dann nicht mehr in der Mitte sind und es selber auswählen müssen. Deshalb drücken wir die Taste STRG R, erzeugen einen Loop Cut, bleiben hier und drücken dann ganz schnell hintereinander zweimal Linksklick. Jetzt können wir auf der rechten Seite Rechtsklick gedrückt halten und können jetzt diese Seiten nach oben ziehen. So beliebig wie wir wollen, nur bei einem Ring ist es sinnvoller, diese nicht allzu hoch zu ziehen. Das machen wir auf der Unterseite wieder genauso. STRG R, doppelter Linksklick und dann wieder nach oben ziehen. Dies sollte jetzt so etwas gleich hoch sein, aber dadurch, dass das hier kein Kunstwerk werden soll, lasse ich das mal so. Da dieser Ring jetzt noch nicht aussieht wie ein Ring, da er sehr eckig ist, drücken wir erst Tabulator-Taste. Jetzt sind wir wieder aus dem Bearbeitungsmodus herausgegangen und können jetzt hier bei Shading auf der linken Seite auf Smooth klicken. Dadurch werden jetzt die ganzen Seiten nicht mehr eckig, sondern etwas runder. Um jetzt den Ring noch etwas runder zu machen, können wir unseren ersten Modifier auswählen. Dafür gehen wir auf die rechte Seite und klicken hier auf diesen Schraubenschlüssel. Und klicken jetzt auf Add Modifier und wählen dort dann den Subdivision Surface Modifier aus. Dieser Modifier ermöglicht es uns, die Seiten, die wir bis jetzt erstellt haben, die wir hier sehen, zu halbieren. Somit bekommen wir immer mehr Seiten und somit wird dann die Figur auch immer glatter. Bei Render wählt ihr dann aus, wie oft es unterteilt werden soll. Jedoch muss man dabei aufpassen, dass nicht leistungsstarke PCs bei einer zu hohen Auswahl relativ schnell den Geist aufgeben. Dies wählen wir jetzt mal auf 5 aus. Und wählen dann noch die View hoch, damit das auch angezeigt wird. So, jetzt sieht es ja schon viel mehr wie ein Ring aus. Jedoch die Farbe, die der Ring hat, wirkt noch nicht sehr wie ein Ring. Dafür klicken wir auf dieses Zeichen hier
und klicken dann auf Diffuse. Dort können wir jetzt unsere Farbe auswählen. Ich wähle jetzt mal so ein etwas holziges. Bei Specular können wir dann auch noch eine Art Schimmer erzeugen. Wie jetzt hier mit Blau jetzt sehr auffällig wird. Jedoch lassen wir das mal bei einem Ring weg. Auch wird hier eine Kugel gleich animiert, die wir sehen, welche Farbe es hat. Auch können wir hier einstellen, ob wir jetzt mal das als Fläche, als Kugel oder als Quader sehen möchten. Wenn ihr eure Figur nun betrachten wollt, könnt ihr dies entweder mit 0 tun, um an eure Kamera zu kommen, oder ihr tut das über F12. F12 ist die Renderansicht und hier könnt ihr dann euren Ring sehen, wie er fertig gerendert aussieht. Wenn ihr jetzt die Kameraposition ändern wollt, könnt ihr hier wieder mit Rechtsklick draufklicken und diese verschieben. Auch haben wir hier oben eine Lampe, die den Lichteinfall, den wir hier sehen, ändert. Wenn wir jetzt also den Lichteinfall von zum Beispiel hier unten haben möchten, können wir das entweder mit Rechtsklick machen, können sie dann hier verschieben, oder wir machen etwas genauer, klicken auf die Pfeile, wie bei unserem Quader vorher, und können diese dann auf den drei Achsen verschieben. Auch können wir das genau das gleiche mit der Kamera machen und ich stelle die jetzt mal wieder hier drüben hin. Mit F12 sehen wir dann, dass der Lichteinfall von links kommt und vorher kam er von rechts. Kommen wir nun zu einem etwas schwereren Teil, der Animation. Eine Animation ist nicht schwer. Dafür benutzen wir hier unten unsere Auswahlleiste. Hier können wir einstellen, aus wie vielen Frames unsere Animation später bestehen soll. Ich wähle jetzt hier mal standardmäßig einfach mal 0 aus und das Ende lege ich jetzt mal bei zum Beispiel 100 Frames. Um unser Animationsmenü aufzurufen, drücken wir oben auf das kleine Plus-Symbol oder wir nehmen als Shortcut N. Damit kommen wir dann auch dorthin. Nun wählen wir erstmal unsere Anfangsposition aus. Ich wähle einfach mal bei unserem Ring eine etwas erhöhte Position und lege dann das jetzt als Startposition fest. Zuerst lege ich aber hier unten bei dem grünen Balken die Position 0. Dies kann aber auch über diese Auswahl hier gemacht werden. Standardmäßig, um diese festzulegen, gehe ich mit dem Mauscursor auf diese Zeichen hier drauf und klicke dann I. Dort lege ich dann alle fest und habe dann eigentlich schon unsere erste Position festgelegt. Nun springe ich mit der Linken auf einen neuen Frame, zum Beispiel hier auf 40. Dann sehen wir hier schon, dass sich bei 0 ein gelber Strich gezeichnet hat. Das bedeutet, dass wir dort etwas animiert haben. Jetzt wähle ich hier eine neue Position des Rings aus. Ich gehe dafür etwas weiter nach unten und drücke jetzt noch die Taste R, um meinen Körper etwas zu rotieren. Ich möchte also, dass er sich nach dort bewegt. Jetzt drücke ich wieder die Taste I, um alle meine ausgewählten Werte, also meine Position und meine Rotation festzulegen. Und jetzt, wenn ich hier unten wieder auf einen neuen Frame gehe, sehe ich, dass sich wieder ein gelber Strich gezeichnet hat. Und das bedeutet, dass ich dort wieder eine Animation erledigt habe. Jetzt wähle ich einfach nochmal was Zweites aus, gehe hier nach dort unten, möchte wieder, dass sich der Ring etwas dreht. Nach dort soll er sich drehen. Wähle jetzt hier wieder überall mit I alles aus und habe damit eigentlich meine Animation fertig. Wenn wir uns diese jetzt nun ansehen wollen, drücken wir einfach auf die Play-Taste. Dort sehen wir, dass das Programm alle unsere festgelegten Punkte abläuft und die kürzeste Strecke wählt, um dorthin zu kommen. Damit wäre ich mit meinem Tutorial über Blender fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt das jetzt alles ausprobieren und ich hoffe, ihr habt auch etwas verstanden.